Für 120 treue Verehrer ist ein Besuch bei den Dreharbeiten der Lohn einer langen Reise. Und im nächsten Jahr kommen wir nochmal, da werden es vielleicht das Doppelte sein, aber ein Schloss am Wörthersee ist für alle ein Muss. Senden tun wir jetzt ab 13. November und immer am Freitag um 21.15 Uhr. Ist zum Pilgerort geworden. Aus Augsburg, Katja Wolf. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrauß. Melancholisch, verträumt, natürlich und freundlich. So verzauberte Roy Black Millionen Menschen, vor allem weibliche. Vor einem Jahr starb er hier in seiner Fischerhütte im bayerischen Altötting. Einsam, abgeschieden von der Welt. Todesursache, Herzversagen. Roy Black, geborener Gerd Höllerich, wurde nur 48 Jahre alt. Fans trauern noch immer um ihn. Seine Grabstätte in Straßburg bei Augsburg ist zum Kultort geworden. Ein guter Charakter. Er war immer offen, ehrlich. Er drückt es alles mit Gefühl aus, wo die Leute einfach mitleben können. Es war ein sensibler, depressiver, anständiger, immer freundlicher Mensch. Ein Jahr ist er jetzt schon tot. Doch in den Herzen seiner Fans lebt Roy Black weiter. Täglich kommen sie, pflegen sein Grab, bringen Rosen und beten für ihn. Gerade an seinem Todestag kamen Hunderte von Menschen aus Deutschland, um ihren Sänger und Schauspieler zu ehren. So wie auch die 70-Jährige, die extra aus dem Ruhrgebiet angereist war. Für sie alle bleibt er unvergessen. Er hat 15 Jahre.